Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon. Den Freudenturm haben wir zwar freigeschaltet, wie den Rheinwald. Beides sind aber Dungeons, die 99 Räume haben und deshalb machen wir die heute nicht. Nein, was ich heute vorhabe, war das Feuerfeld. Habe ich schon lange vorgeteasert und jetzt ist es endlich soweit. Das Feuerfeld steht an der Reihe. Und keine Sorge, ich komme noch zu den 99 Räume-Leveln. Nur jetzt momentan nicht. Momentan habe ich nicht so viel Zeit. Auch wenn wir Ferien haben, habe ich nicht wirklich so viel Zeit für sowas. Demnächst schon. Wir werden sehen. Das sind halt schwere Zeiten. Nicht nur für mich, sondern für alle eigentlich. Für so gut wie jeden. Gut, was heißt schwere Zeiten? Für mich ist es wahrscheinlich nicht ansatzweise so schwer. Oder nicht so schlimm. Wie bei den meisten anderen. Oh. Ja, Whippix kannst gerne mitmachen. Lull. Ja, wie gesagt, für mich sind diese momentanen Zeiten echt nicht so schlimm. Nur, wisst ihr ja, dass ich die Switch teile mit meinem Bruder. Deshalb meinte ich vorhin, dass ich nicht so viel Zeit habe für 99 Räume leveln. Was habe ich denn eingesammelt? Sichtsamen. Warum kriege ich immer Sichtsamen? Warum liegen die überall rum? Ich will die nicht. Ich habe mein Inventar, by the way, leer gemacht. Okay, weil ihr alle mein Team wollt. Ich habe nichts dagegen. Wie gesagt, ich habe mein Inventar leer gemacht. Das ist jetzt sehr, sehr leer. Ich kann es euch gleich mal zeigen. Oh Gott. Intensität ist immer noch eines der stärksten Attacken im Spiel. Es ist zu OP. Viel zu OP. So. Bam. Zack, zack, zack. Ja, gut, so leer ist es auch wieder nicht, aber ich dachte eigentlich, es wäre viel leerer. Warte, warum habe ich ganz viele Samen bei mir? Warte, schmeißen wir mal das alles weg. Ach, kann ich nicht? Dann lass halt erstmal drin. Wir haben irgendwie 6 Items gerade dabei, die wir auf jeden Fall wegschmeißen können. So, da dieser Dungeon 30 Räume hat, werden wir etwas länger hier bleiben müssen. Was bedeutet, dass die Folge etwas länger sein könnte, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Oder ich teile das wieder auf, je nachdem. Aber wahrscheinlich teile ich es nicht auf. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Oh, Junge. Oh boy. Die sind not gut. Ja, nee. Killin. Bam. Bam. Warum macht mir so wenig Damage? Wir machen echt richtig wenig Damage. Warum das denn? Ist echt nicht nice. Liegt ein Schal rum. Unfähigkeitsschal. Ja, die sind nicht gut. Das ist die Musik vom Feuerberg, für die, die es nicht erkannt haben. Ich kenne es natürlich sofort. Und ich entschuldige, falls man draußen was hört. Ich weiß nicht, wer zu solche Zeiten draußen ist und weiß nicht, was sie da spielen. Das sind kleine Kinder. Kennen das bestimmt selber auch, wenn irgendwie kleine Kinder. Alles klar. Kennst wahrscheinlich auch, wenn kleine Kinder in eurer Nähe sind und dann rumschreien und euch die Aufnahmesession kaputt machen. Aber ich dachte mir, ey, ich habe nicht mehr so viel Zeit, bis mein Bruder wieder die Switch hat. Und dann dachte ich mir, hey, nehme ich jetzt trotzdem auf. Auch wenn man draußen die kleinen Kiddies hört. Hey, ist nicht das erste Mal. Von daher, ich werde mal ganz kurz meinen Popschutz in die Richtung tun. So, heißt, ich könnte jetzt etwas, ein klein wenig mehr besteuern, aber passt. Nur zur Sicherheit mache ich sowas. Ja, wie gesagt, vielleicht machen wir auch 2 Teile raus aus diesem Level. Ich freue mich schon, wenn ich die 99 Dinger mache. Ich dachte halt wirklich, es gibt nur 2-3 Level, die 99 Ebenen haben. Anscheinend gibt es mehr. Oh, und das war ein Ditto in Wirklichkeit. Bam! Oh, schade. Ich kann es nicht rekrutieren. Ich will ein Ditto haben. Ditto ist super. Ich habe doch schon ein Ditto, oder? Doch, doch, ich bin mir sehr sicher, ich habe schon ein Ditto. Was habe ich da aufgenommen? Ein Warpsamen. Wofür?
Ah, gut, für Monsterraum, aber ich bin doch mit so vielen Leuten hier. Warum kreischt man rum? Warum kreischen kleine Kinder rum? Schon wieder? Warum kreischt ihr rum? Könnt ihr bitte aufhören, so rumzukreischen? Ich versuche eine Folge aufzunehmen. Ich versuche seriös zu bleiben. Sie kreischen immer mehr rum. Sie sind lauter als ich. Warum? Schon wieder? Warum kreischt ihr rum? Ich muss hier weg. Weg hier! Oh Gott, einen Ursaring hätte ich jetzt schon gern gehabt. Ursaring ist eines meiner Lieblings-Pokémon. Ich habe sehr viele Lieblings-Pokémon, okay. Aber mein absoluter Favoriten spiele ich gerade. Bam! Mann, ich bin ein Fans-Pokémon. Was soll ich denn machen? Geht doch. Cool, da setze ich lieber Synthese ein. Ja, da kommt gerade ein Vieh auf mich zu. Was? Ist mir doch egal. Ich weiß nicht, was ihr da macht, ne? Aber ich lasse euch da mal in Ruhe. Es ist erst E4. Und ich bin schon so krass am A. Ein Popo am Hintern. Nicht so doll. Warum kreischen kleine Kinder rum? Einfach so. Kreischen einfach so rum. Warum machen die das? Und warum lässt dieses Mugby mich nicht in Ruhe? Ich will kein Synthese einsetzen. Ich drück nur A. Lass Vulpix. Der wird sie nicht heilen. Warum? Ach, oh, ich habe keine AP mehr für irgendwas. Pff. Ah. Nein! Ja, aber wir mich wieder. Komm. Das heißt, meine AP sind wieder da. Das bedeutet, dass du sterben wirst. Geht doch. So, rein da. Meine Güte, da muss ich schon direkt einen Beleber einsetzen. Nein, halt es nicht. Ich will nicht, dass es heilt. Ach, ihr seid doch nervig mit euren 20.000 Attacken. Und dann kann ich einfach mich nicht bewegen. Das ist nervig. Was bist du für ein Item? Ein Taubsamen. Okay, interessant. Brauche ich nicht. Ja, greift halt an, aber ist mir eigentlich relativ schnuppe. Das sind Glitzer-Items. Oh, hier sind richtig viele Items. Never mind. Na, ja, es ist down. Was ist hier oben? Wird von einem Pokémon gegessen, erhöht sich dessen Level um 1? Wait, ein Glücksames, ein Sonderbonbon? Das nehme ich mit. Das kann auch sehr nützlich werden. Und ich packe meinen Popschutz lieber so. Okay. Das kann auch richtig nützlich werden. Sonderbonbons sind immer nützlich. Aber ich würde sie wahrscheinlich für ganz hohe Level abwarten lassen. Zum Beispiel, wenn du auf Level 100 trainieren willst, bis Level 99, dann einfach sowas einsetzen. Du bist nämlich sofort Level 100. Und da war ein Glumanda, habt ihr es gesehen? Hier kann man Glumanda bekommen. Jetzt wissen wir, wo man Shigi und Hydropi und Glumanda bekommt. Das ist interessant. Vielleicht kann man hier auch noch ein Feuerriegel bekommen. Oder ein Flamni. Warte, bei der Wasserebene, wo wir mal waren, da kann man aber nicht zufällig auch ein Kanimani bekommen. Doch, oder? Hm. Oh, ja, man hat auf jeden Fall bestätigt. Das ist ein Igelava. Das heißt, man kann auch die Formwirkungen finden. Würde ich mal vermuten. Aber ich finde das blöd, seit den neueren Spielen ist das so, dass Feuerriegel, Igelava und Tornupto ihre Flammzacken hinten nicht mehr vorzeigen. Nur wenn sie kämpfen. Das ist traurig, ich mag das nicht. Ich fand das noch gut, als sie bei den Sprites früher immer die Zacken draußen hatten. Also seit es keine Sprites mehr gibt, ist das eigentlich so. Weiß nicht, ich kann mich doch selbst heilen, zack. Aber jetzt, wo Sonic ist, ist das wie ein, wie eine Sinelbeere. Also fast, nicht ganz. Als ob du mich trotzdem one-hittest!
Was? Ich habe keine Belebersamen. No! Als ob ich keine Belebersamen habe. Was? Das kann ich jetzt aber nicht glauben. Nee, it's no joke, als ob ich wirklich keine Belebersamen habe. Das ist echt nicht gut. Ich dachte, ich hätte noch welche. Scheiße. Ja, wow. Ich glaube, ich lasse Magneton auch down gehen. Und dann setze ich einen Beleber-Orb ein. Oh, hier ist nichts. Warum gehe ich nach oben? Hier ist nichts. Nein, heil mich nicht. Lass mich sterben. Ich habe gesagt, lass mich sterben. Bam. Nice, paralysiert. Bam. Was? Ups. Ah, er macht schon. Ja. Ich kann übrigens auch das Feuer schweben, aber dann brenne ich. Also ich könnte drüber laufen, aber dann würde ich brennen. Und das möchte ich nicht. Nein, danke. Aber es wird wahrscheinlich auch mal irgendwann passieren, dass ich aus Versehen mache. Hier ist... Oh Gott. Die Treppe ist wahrscheinlich hier in der Mitte, oder? Auch nicht. Wo waren wir noch nicht? Ganz rechts oben. Ganz rechts oben waren wir noch nicht. Da muss es sein. Ja. Letzter Ort natürlich. Immer, immer letzter Ort. Ja gut, Magneton ist jetzt schon wieder fit. Aber ich lasse es da trotzdem erstmal, weil wir brauchen ja gerade kein Visaflor. Also zumindest nicht so dringend. Der ist hier echt komplett im Nachteil. Komplett im Nachteil ist er hier. Ich hätte vielleicht statt Magneton Kyogre mitnehmen sollen. Weil Kyogre ist ein Wasser-Pokémon. Wie wir alle wissen. Und das wäre halt sehr nützlich gewesen. Denn wir werden hier gegen einen Bossgegner kämpfen. Und wenn er in einem Feuergebiet lebt, der Bossgegner. Welchen Typ wird er wohl haben? Bestimmt Wasser. Ja. Nee, war schon auf jeden Fall Feuer. Oh, hi Glumanda. Tschüss Glumanda. Tschüss Glumanda, habe ich gesagt. Oh Gott, ich bin aus dem reingegangen. Ich hab's ja gesagt, es wird passieren. Ich hab's euch gesagt, es wird passieren. Wenn ich jetzt nicht schnell die Treppe finde, dann werde ich verbrennen. Mir wäre es egal, ich habe einen Defibrillator, den werde ich so oder so früher oder später einsetzen. Besser wäre es, wenn ich ihn später einsetze. Aber wir werden sehen. Wir sind jetzt schon E10. Na gut, das heißt jetzt schon. Da war ein Maschok. Kennt ihr diese Leute, die Mascholo sagen? Es heißt Macholo, okay? Niemand sagt Mascholo. Ja, ich weiß, es soll von dem Macho, vom Wort Macho kommen, aber trotzdem heißt es Macho, Macholo und nicht Mascholo. Okay, habe ich gar keine AP mehr? Doch. Hä, warum kann ich nicht angreifen? Hm? Why can I not angreifen? Stirb. Da unten ist irgendwann, aber schon gekillt, nice. Gut, mein Maschok. So, bitte man dann aber wiederum nicht Machok sagen, ja? Weil wenn man dann Machok sagt, ja, dann ist verloren. Und dann bei Machomai. Gibt es Leute, die Machomai sagen? Machomai, oh Gott. Ist ja genauso schlimm wie Mascholo. Gibt es bestimmt Leute, die das so sagen, aber nein. Bitte, ich sag das einfach nicht so. Wetter hat sich normalisiert, why ever, juckt nicht. Was ist das für ein Item hier? Bitte ein Belebersamen. Wäre sehr toll. Nein, aber können wir direkt einsetzen. Zack. Easy tot. So, weiter geht's. E11. Bisher läuft es eigentlich ziemlich gut. Und ich weiß, dass vorhin was nicht so tolles passiert ist. Trotzdem läuft es bisher nicht ganz so kacke. Es hätte viel schlimmer laufen können. Komm, geh down. Ja, eine Truhe. Ja, komm, nimm's einfach mit. Wir haben eh genug Platz. Oh, nö. Als ob er eine Hitzewelle kann. Wenn ich es noch einmal mache, bin ich komplett tot.
Scheiße. Ich bin tot. Okay, ich darf angreifen. Okay. Beleber-Ob. Da. Ich habe 4 Stück mitgenommen. Perfekt. Bam! Nice. Und zack. Und nochmal zack. Er ist down. Huiuiui. Oh Gott, hi. Ciao. Ey, das macht richtig viel Damage. Hau mal ab, Mann. Digga, ich sterbe noch. Dann gib mir mein Item wieder. Habe ich mein Item wieder? Nein, heil mich nicht. Bloß nicht heilen. Ich kann mich selber heilen, Digga. So, und gib mir bitte mein Item wieder. Mein Sympathieband. Nice. Jetzt sehe ich wieder hübsch aus. Mit meiner Schleife drum. Hübschen pinken Schleife drum. Kommen wir jetzt weiter. Was war das? Mini-Belebersamen! Yeah! Und es geht hier weiter. E12. Ich bin froh, dass ich einen Erkenntnissamen dabei habe. Für den Boss, den werde ich definitiv einsetzen. Den Erkenntnissamen. Weil das wird ein Feuer-Pokémon. Warte, noch nicht reingehen. Da ist noch ein Apfel. Nein, es ist kein Apfel. Nein, das ist egal. Ich dachte, es wäre ein echter Apfel. Schade. E14. Da oben ist ein Gegner. Greift den an. Oh, bitte macht da keine Hitzewelle. Ach, ich bin so dumm. Ich habe nicht nachgedacht. Ich hätte wirklich ein Wasser-Pokémon mitnehmen sollen. Ein Kyogre wäre richtig gut gewesen eigentlich. Auch wenn er so riesengroß ist und riesige Pokémon sind in diesem Spiel eigentlich ein Nachteil. Würde ich persönlich sagen. Trotzdem, Kyogre ist ein Wasser-Pokémon, wäre sehr effektiv, hätte so viel Damage machen können. Hätte ich halt Magneton rausgepackt. Weil ich werde niemals mich selbst raustun. Niemals. Nö. Naja. Trainingsarm braucht man nicht. Stimmt, die Attacken können ja auch leveln. Das habe ich ganz vergessen. Also nicht alle Attacken, aber viele können auch selber leveln. Ich habe das nie gecheckt. Blütenwirbel ist noch Level 1. Schlammbad ist Level 3 und Rasierbad Level 4. Das heißt einfach nur, dass es am Ende etwas mehr Damage macht. Also man sollte jetzt nicht unbedingt drauf achten, finde ich. Du brauchst ein Elixier und du brauchst das Ding nur. Warte, dann gebe ich dir mein Elixier-Magneton. Solange Magneton noch in unserem Team ist, sollten wir ihm helfen. Zack. Das wird sich schon auszahlen, bin ich mir sicher. Oh Gott, ein Galopper. Ich sollte mich vielleicht verpieseln. Okay, hat geklappt. Nice. Bam, nice. Funkenflug. Warum kann das Funkenflug? Level 49 für Pika. Er kommt den 50 immer näher. Vielleicht lernt er eine neue Attacke. Nice wäre es auf jeden Fall. Oh, Trapchen. E15. Jetzt sind die Kinder draußen endlich ruhiger geworden. Haben wir wahrscheinlich schon gemerkt, dass man nichts gehört hat draußen. Wie auch immer. Ich werde mal euch, das ist ein Ditto. Es ist kein Ditto. Ja, nice. Was bist du? Wait, what? Ich habe einfach so eine Erkenntnis haben bekommen. Okay, ich werde auf jeden Fall einen einsetzen. Sofort. Am Anfang des Kampfes. Als ob mich. Wait. Er hat Geowurf eingesetzt. Was? Level 46. Ich muss ganz ehrlich sagen. Dieses Spiel macht einfach viel mehr Spaß. Als die anderen Pokémon-Spiele, die auf der Switch haben. Und das hier ist ein Spin-off. Und die Hauptteile, Let's Go und Schwertschild, die sind einfach nicht so gut wie das Spiel hier. Meiner Meinung nach. Das ist schon traurig. Komm, kill es. Oh, richtig viel Damage. Mampfgürtel ist super toll. Ich sag unten. Nein, oder? Ist nicht unten. Hier sind Items. Braucht man nicht. Obwohl, da, warte. Ich habe einen Sichtsamen. Nehme ich weg. Will ich nicht haben. Zack. Ich will keinen Sichtsamen.
Oh nein, ein Kamerups. Oh nein, ich habe Hunger bekommen. In-game. Das ist nicht gut. Das ist eher schlecht. Very schlechter. Komm. Oh Gott, das ist doch ein Kamerup. Weg hier, Kamerup! Hilfe, da ist ein Kamerup. Ba 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 ba, bidi da. E16. Komm immer näher. Bam, 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 bam. Habe ich extra gemacht. Not gonna lie. Was habe ich da? Ah, eine hübsche Box. By the way, ich habe vor der Aufnahme im Laden 3 Einladungen kaufen können. Und ich hatte noch eine im Lager. Ich habe so viele Einladungen jetzt. Ich werde jetzt jedes Mal eine mitnehmen. Und wenn ich keine mehr habe, dann nehme ich auch wieder eine mit. ich esse einen großen Apfel. Bin ich wieder auf 100. Kleine Apfel sind so unnötig geworden. Brauchst du einfach nicht mehr. Ich nehme mal die Schleimkost mit zur Not. Aber ich denke nicht, dass wir sie gebrauchen werden. Wir können ja auch für die Gegner zu spawnen. Es geht bis E30. Wir sind erst knapp bei der Hälfte. Also etwas mehr, aber immer noch trotzdem etwas knapp. Ach, hau ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, habe ich gesagt. Danke. Zack, zack. Oh, wo ist der Exit? Where is the exit? I need to go to the exit. Please. Ah, hier. Ja, kann man mitnehmen, aber braucht's nicht. Ist ein Pokémon ein Heilsamen, wenn alle seine negativen Zustände geheilt? Ist eigentlich schon nicht schlecht, aber braucht's halt nicht. Zack, geh down. Geh down. Geh down. Okay, ich krieg Level 52, habe ich nichts gegen. Habe zumindest viel bessere Chancen bei den Gegnern. Nice, Geld und weiter geht's. E17. Amnesie? Ist das hier ernst? Ja, keine Ahnung, setz ab rein. Bam. Ja, das lieber macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ich sollte vielleicht Abstand nehmen. Es ist Feuer-Pokémon, Feuerboden, soweit ich weiß. Falls ich falsch liege, dann sorry, aber ich glaube, das war Feuerboden. Oh nein! Hilfe! Ich will sterben! Ey, vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Lol. Ja, gerne. Wir werden doch nicht sterben. Das war mega easy. Peasy. Lemon squeezy. Oh, als ob es einfach so Erkenntnissamen gibt. Wofür warte ich? Die will ich mitnehmen. Die will ich mitnehmen. Pack dafür kleine Kiesel weg. Das hat sich gelohnt. Jo, Blütenwirbel macht ja richtig viel Sinn bei solchen Räumen. Ich bin so froh, dass ich das erlernt habe. Sonst wären wir da jetzt richtig am Po gewesen. Ganz ehrlich. Das wäre nicht so gut gewesen. Wir haben jetzt 3 Erkenntnissamen. Leider bin ich das einzige Pokémon hier von uns allen, das damit wirklich was anfangen kann. Und du verschwindest! Ich hab gesagt, du verschwindest! Du machst jetzt allen zu viel Damage. Das gefällt mir nicht. Oh, Treppe, Treppe, Treppchen, Treppchen, Treppi, Treppi, Treppchen. Da.
würde aber sagen, wir kommen hier besser durch, als ich erwartet habe. Wir sind schon bald durch, kann man sagen. Ich hätte schon eigentlich Bock, sobald ich alles durch habe, dann das Spiel zu livestreamen. So, für Rang, so für Missionen machen. Also diese Rettermission. Die würde ich ausgehend machen. Oder dem Stream zum Beispiel. Weiß aber nicht, ob ich das auf YouTube mache oder auf Twitch. Vielleicht auf Twitch. Ich kann gerne auf Twitch folgen. Aber es ist ziemlich schon wieder mal Soulings. Oder auch Animal Crossing ist ja neu. Oder relativ neu. Ist zwar overrated, finde ich, aber ist kein schlechtes Spiel. Deshalb können wir das auch spielen, jetzt auch manchmal auf Twitch. Bin froh, dass ich dafür kein Geld ausgeben musste. Hat mein Bruder gekauft, weil er das wollte. Ich wollte es am Anfang auch, als angekündigt wurde. Aber dann nicht mehr. Aber wir reden jetzt nicht über Animal Crossing. So. Wir kommen zu E20. Zwei Drittel haben wir schon fertig. Oh, das ist ein Texo. Hab ich gar nicht bemerkt. Das ist down. Bam. Stellt euch vor, ihr seid ein Feuer-Pokémon und werdet von der Feuerattacke besiegt. Das ist erniedrigend. Oh, es ist paralysiert. Wie traurig. Oh, da ist es down. Oh Gott, ich bin, Leute, ich bin ja ganz alleine gegen ein Galappa. Ja! Ja, nice. Ja, es sind nur drei Stück, braucht's nicht. Bam. Die Nadeln sind echt gut. Bam. Oh, hat sich gelohnt. Kriegen einen Galopper. Bibidi bim bidium. Ja, ja, mein hübscher Freundesschal, der macht schon einiges hin, ne? Ja, trau dich nur. Bam. 22. Oh, wir haben zwei Galoppers, zwei Kamaups, was auch immer. Aber ich werde die alle nicht retten, ne, Leute? Nur die wichtigen Pokémon, die mir sehr wichtig, die mir sehr viel bedeuten. Aus welchem Grund auch immer. Die würden wir, die werde ich retten. Wie letztens zum Beispiel Kangama. E23. Oh Gott, mein Bildschirm ist ausgegangen. Ja, mein Bildschirm geht manchmal aus. Ich habe übrigens jetzt für diese Aufnahmesession extra mehr als 100 GB Platz gemacht. Damit ich das Spiel erstmal, bevor ich dann die Switch erstmal für eine kleine Zeit nicht mehr habe, das Spiel komplett durchsuchen kann. Ja. So, E24. Oh Gott, Magneton, bitte pass auf, ja. Weil hier liegt irgendwas rum. Was ist das? Lass das doch nicht liegen! Seid ihr blöd? Lass doch einen Erkenntnissamen nicht liegen! Oh Gott. Schausen! Na komm. Oh nein! Schausen! Ja, wenn du willst, mir egal. Ah, ja, hab ich mir schon gedacht. Gut, wer ist ein Opfer und wer nicht? Ich hab zwei Galoppers, kann ich eins wegtun? Nitroladung, Feuerwirbel, Flammenrad. Ah, ich weiß nicht. Hm. Die habe ich halt alle noch nicht. Ich habe eine Fähigkeit. Wer von euch hat keine Fähigkeit? Ihr habt alle keine Fähigkeit. Die drei haben zumindest keine Fähigkeit.
Ich mach Kamaup weg. Ja, Chosen. Ich meine Glutexo. Wann habt ihr jemals eine Chance, Glutexo zu bekommen? Das war gerade die Qual der Wahl, I know. Oh Gott, och nö, nicht solche Räume. Ich hasse diese Räume. Die habe ich früher immer gehasst. Das erinnert mich an... An... Als ob du jetzt auch noch mitmachen willst! Nein! Nein. Du darfst nicht mitmachen. Lass mich doch einfach in Ruhe! Ich muss euch nach oben pushen. Nein, Magneton brennt! Ah, ich hab noch nicht mal was gemacht. Du. Was wäre? Heilsamen? Nee, braucht's nicht. Wir sind jetzt in der Treppe. 25! Wir sind bald da, Leute! Wir sind fast da! Na kommt! Wirbelzweig. Ach komm, lass liegen. Nicht so wichtig. Bam! Er ist vergiftet und zack. Wer? Pika! Level 50! Nice. Gerade nach rechtzeitig. Würde ich auch sagen. Bam, ich steche dich ab. Aua, Mann, was soll das denn, ey? Bam. Zack, erstmal heilen und weiter geht's. Okay, mach halt zweimal, mir egal. Du. Oh Gott, Jungglut. Also man kann hier Flemmli auch bekommen. Okay, wir wissen also einen Ort, wo man alle Wasserstarter und alle Feuerstarter bekommen kann. Das heißt, es muss noch einen Ort geben, wo man alle Pflanzenstarter bekommen kann. Oh, ich habe keine AP mehr. Na, dann greif einfach an. Junglu will auch. Es hat kein Talent, ich sag nein. Wenn es kein Talent hat, dann muss ich selber ein Talent erstmal geben. Da habe ich keinen Bock zu. Ich habe übrigens meine ganzen Bonbons noch gar nicht verteilt, weil ich einfach zu faul dafür bin. Kriegt das hin? Anscheinend. Yes, Beep Level 47. Der wird auch noch Level 50, Leute, ich sag's euch. Boah, geil. Ja. Irgendwann bist du auch mein Magnetzone, das sag ich dir. Bam. Für die Leute, die noch nicht wissen, wie Mega Beast of Flower aussieht, werde ich euch gleich nochmal zeigen. Und ich würde gerne wissen, wie ihr ihn findet in diesem Spiel. Ich finde normalen Beast of Flower, finde ich, hätten die noch besser machen können, weil bei ihm fehlen irgendwie die ganzen Flecken. Ich nenne jetzt einfach mal Flecken. Ich weiß nicht, wie die wirklich heißen. Auf jeden Fall finde ich die ganzen Flecken und das macht einfach, weiß ich nicht. Einfach nur so eine Farbe ist da und dann ist das irgendwie seltsam bei ihm. Das haben wir sicher halt. Ansonsten ist er echt gut. Außer die Flecken ist er echt gut. Aber gut. Der ganze Artstyle, das ganze Aussehen vom Spiel ist einfach nur geil. Das kannst du nicht besser machen. Das Spiel, wie es jetzt aussieht, ist schön. Und kann man nicht besser machen. Oh Gott, ich hab Hunger. Dann sind wir eh fast am Ziel, deshalb esse einfach einen ganz normalen Apfel. Das wird schon reichen. Denke ich mal. Bam! Hausen ab. Da kommt noch einer. Sorry dafür. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Also nicht so laut. Ja, die Folge wird wahrscheinlich 40 Minuten, aber komm. Passiert. Hau ab, Mann! Och, nö. Nein! Lass es! Greif's an und kill es! Nice. Was ist das für ein Item? Eine Scope-Linse. Ah, ob die so gut ist. Ob die so gut ist? I don't know. I really don't know if it is so good. Good. So, Leute, wir kommen immer näher. E28! Und da vorne ist ein Gegner. Und alle bräuchten eigentlich mal so ein Elixier. Ui, das nehmen wir noch gerne mit.
Aber wie gesagt, wir bräuchten alle mein Elixier. Na gut, nur ich brauche ein Elixier. Die anderen bräuchten eigentlich nur meinen Top Ether. Zack. Und zack, und du nochmal. Bam. So, und jetzt auf zum Ende, auf zum Ziel, zum Ende, whatever. Diese Ebene, nächste Ebene, und dann kommt der Boss. Und dann zeige ich euch nochmal meinen Mega-Bisa-Floor. Also bisher finde ich die ganzen Bisse auch richtig geil in Szene gesetzt. Das hat das Spiel echt gut gemacht. Viel besser als im Original. Und die Bosskämpfe selber sind auch viel besser als im Original. Verdammt, als ob ich jetzt schon wieder Hunger bekomme. Niemals. Nur weil ich die ganze Zeit nach dem richtigen Weg suche. Och nö. Als ob sie eine Erkenntnis haben. Ich habe so viele Erkenntnissamen bekommen in diesem einzigen Dungeon. Das ist unfassbar. Das ist echt OP. Level 53. Yes, man. Nice, man. Solarstrahl. Versetzt den Anwender in den Zustand Solarstrahl, der ihn in den nächsten Runden hart zuschlagen lässt. Bei der Wetterlage sonnig oder gleißende Sonne startet der Anwender einen unmittelbaren Angriff in derselben Runde. Bei der Wetterlage Regen, strömender Regenhagel oder Sandsturm sinkt der Schaden. Es ist zwar eine 2-Runden-Attacke, aber es macht so viel Damage. Es lohnt sich eigentlich. Ich will es machen. Ich will es erlernen. Ich muss irgendwas verlernen. Soll ich Synthese wegmachen? Schlammbad? Blütenwirbel? Blütenwirbel mache ich nicht weg. Rasierblatt könnte ich wegmachen, aber will ich eigentlich nicht. Ach, das ist so blöd. Och nö, soll ich Synthese wirklich für Solarstrahl wegmachen? Ist Solarstrahl denn überhaupt so gut in diesem Spiel? Ich lasse es erstmal. Ich bin mir nicht sicher, ob Solarstrahl so gut in diesem Spiel ist. Ich will es erstmal verzichten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber ich weiß nicht, ob in diesem Spiel Solarstrahl so gut ist. Ich würde es ja eh nur für Bässe benutzen oder so. Was soll ich das denn bitte benutzen sonst? Ey, jetzt mal ohne Witz. Wo ist bitte die Treppe? Das ist nicht euer Ernst. Jetzt bin ich komplett am Hungern. Warte. Boah, ich bin einfach komplett am Hungern. Super. Ah, jetzt hungere ich schon. Wow. Das gibt's echt nicht. Habe ich Schleimkost? Bitte sag mir. Jetzt wäre ich froh über Schleimkost, ganz ehrlich. Ich habe keine Schleimkost mehr, oder? Jetzt habe ich mich so sehr darüber aufgeregt, aber die Schleimkost habe ich nicht mehr. Wow. Ja, dann. Ich habe noch einen Samen, den ich essen kann. Ess den Samen! Ah, so dumm. Ja, jetzt habe ich wieder Hunger. Ja. Ja, dann komm, dann ess nochmal den kleinen Apfel. Einen großen Apfel zu essen lohnt sich nicht. Und diesmal auch nicht ernst. Vorher hätte es sich gelohnt tatsächlich, aber jetzt nicht mehr. Das ist nur noch diese Ebene, das ist nur direkt der Boss. Was habe ich aufgesammelt? Heilsamen. Was ist hier? Zitrubeere, okay, nice. Was ist das? Klimabandana. Okay, was macht das denn? Ah, bam. Weg mit dir. Aua, kratz mich doch nicht. Wir haben eine echt schlechte Verteidigung, habe ich das Gefühl. Wir tanken so viel Damage. Das wird eigentlich ändern. Feuerfänger.
Wir haben bisher echt richtig gute Pokémon eigentlich gefunden. Hm. Oh! Okay, nehme ich gern mit. Habe ich noch genug Geld? Moment. Doch, hab genug Geld. Mini-Belebersamen nehmen wir mit. Großen Apfel nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir die Hieß mit. Warum denn auch nicht? Ist das ein perfekter Apfel? Nee, das ist nur ein großer Apfel. Zack. Na komm, beeilt euch mal da oben. Andere zwei habe ich keinen Bock zu. Was ist das? Die sind gut, die nehme ich mit. Warte, was? Ja, nimm, schmeiß das weg. So, verkauf. Ja, gib mir das Geld und dann gebe ich dir das Geld. Nicht gut. Dann haben wir knapp 5000. Passt doch eigentlich. Bam! Oh Gott, wir sind schon bei den 40 Minuten. Jetzt ist doch zu lang geworden, aber ich hab's euch ja gesagt. So, egal. Auf zum Boss. Wer wagt es, diesen Ort zu betreten? Diese Unverfrorenheit muss bestraft werden. Ich bin Entei. Der Vulkan ist mein Zuhause. Wer nicht freiwillig geht, den werde ich dazu zwingen. Gegen Entei, einer der drei legendären Hunde. Hunde, whatever. Digga, du machst mir echt viel Damage, ne? Weißt du was? Das ging zu weit. Erkenntnis haben! So, jetzt gibt's erstmal auf die Schnute, mein Freund. Ja, jetzt bist du paralysiert, ne? Große Klappe, nichts dahinter, würde ich sagen. Aber ich habe nichts Effektives. Der ist effektiv gegen mich. Habe ich recht? Schlammer können wir einsetzen. Bam! 100 Damage wegen dem Erkenntnissagen. Nochmal 100! Bam! Er ist paralysiert. Zack! Bam! Hoho! Nice! Der kann ja gar nichts machen, du Opfer! Oh, er ist nicht mehr paralysiert. Wir können jetzt angreifen. Nee, doch nicht. Oh, nice. Bam. Bam. Oh Gott. Na komm, greif ihn an. Warte, ist er nur Level... Nee. Ich dachte gerade, er wäre Level 30, aber nee, das war unten. Links diese Etage. Ich könnte das sehen, wie viel Level der hat, aber ne, kann man nicht. Und genauso wie wir gegen Arctos, Lavalos und Zapdos gekämpft haben, geht es hier auch mit den Johto-Hunden weiter. Der erste ist Entei. Wer der nächste ist, sage ich euch noch nicht. Da könnt ihr selbst drauf kommen. Möchte ja noch nicht zu viel verraten. Aber man wird es gleich eh sehen, wenn man weiß, welcher Ort der nächste ist. Dann wird man es eh schon raten. Ich bin unterlegen. Du! Was willst du? Hier, ich hab eine Feder. Was? Die Klarfeder? Jetzt begreife ich. Du wünschst, dieses Pokémon zu treffen. Tritt zurück. Enteis Flammen bringen die Klarfeder zum Glühen. Die Klarfeder wird zur Rotfeder. Nimm diese Feder und zieh nach Westen. Dort findest du das Blitzfeld. Es wird sich dir ein Pfad auftun. Los, das Blitzfeld wartet. Team Epic erhält die Rotfeder. Und das Blitzfeld steht er zur Erkundung offen. Aber Entei ist nicht in unserem... Wait.
Warum ist Enter jetzt nicht in unserem Team? Muss man nochmal gegen den kämpfen? Wir werden es am Ende des Displays rausfinden. Oder nahezu am Ende des Displays. Unser nächstes Ziel wird das Blitzfeld. Ich hoffe, ihr seid dabei. Würde mich freuen, wenn ihr neu seid. Dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Ein Abo würde mich aber auch sehr freuen. Kostet nichts. Tut mir auch nicht weh. Könnt ihr gerne machen. Glocke anschalten natürlich. Sonst verpasst ihr noch was. Wäre nicht so toll. Von diesem Spiel eine Folge zu verpassen, das wollt ihr doch nicht, Leute. Also haut rein.